Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was da jetzt 5 Stunden dauert. Ja, jetzt mal Google öffnen. Tippst da ein, Mr. Beast Schokolade, Preis. So. Fertig. Drückst auf Enter und dann wird der angezeigt. Dauert 10 Sekunden. Und dann im Warenkorb. 2,99. Das ist auch unverbindliche Preisempfehlung, echt? Puh. Alles klar, Gräß. Oh, ich hab wieder ein Loch in der Socke, ich könnte ausrasten. Ich hab noch ein paar Monet. Ja, ja. Also wirklich jetzt, oder? Nö. Okay. Ich hab mir letzte Woche mal ein neues gegönnt. Neues Portemonnaie. Was, Portemonnaie? Ja. Was? Das ist so eins, wo du nur Karten reinpacken kannst, oder? Nein, nein, ich hab so ein ganz klassisches Fest mit Aufknöpfen. Also, Geldfach zum Aufknöpfen, ne? Knöpfe? Ein Knopf ist dran. So, im Scout-Portemonnaie gekauft, zum Umhängen. Und? Das wäre cool. Kann ja wirklich keiner klauen. Nee. Und das alte Portemonnaie habe ich genommen und habe es im Auto gelegt für Tanken. Für Tankgeld. Was? Für Tankgeld, da kommt Tankgeld rein. Ins Klar. Auto. Der nächste, der dein Auto vorbeigeht, ohne Portemonnaie. Klar, Scheibe kaputt. Naja, ist ja so, dass es sich siehst. Also. Jetzt hat die in einen Link gefickt. Warte. Oh ja, da kann auch jeder draufklicken beim Fahren jetzt. Warte, ich stehe gerade. Ja, ich habe jetzt auch nicht genau drauf geguckt, was da drin ist. Sah irgendwie salzig aus. Mag ich ja eigentlich gerne, aber nicht für 3 Euro. Nee. Für 4 Euro, genau. Auch mal rausschallern, das Geld. So, was haben wir denn hier? Ui. Oh, Rohre. Ey, da 2300. Okay. Das ist hart. Ja, aber wenn ich jetzt wandern. Aber 18 Euro nur die Strecke pro Kilometer, das ist wenig. Egal, ich fahre den mal. Junge, kann ich mindestens 10 Mal reparieren, das Ding gleich. Also, ehrlich gesagt, achte ich jetzt schon auf die Kilometerzahl, weil du es mir das letzte Mal gesagt hast. Ja, ich gucke auch eigentlich nach dem Geld von dem. Machst du jetzt so eine billige? Oder so eine überhaupt nicht lohnende? Ja, es waren nur 2 drin gewesen und ich hätte jetzt mal Bock auf einen richtig schönen langen, weißt du? Ja, aber 44.000 für so eine lange Strecke, da krieg ich normalerweise 170.000 für. 170.000? Ja, das war nur 18, eben gerade hatte ich 40 bekommen für, und der andere war bei 28, glaube ich. Oder machst du jetzt auch schon für die Hälfte, oder? Was? Machst du jetzt auch für die Hälfte, oder was? Ich mach das jetzt auch für die Hälfte. Oh ja. Ja, ja. Konzept geklaut, ne? Genau. Kommt gut an. Okay. Hallo, hello Anna Metallica, good evening. Oh, vor allen Dingen Anna schreibt hallo und nicht hello. Wow. Kannst du auch Hallo schreiben und das Englisch meinen, du Blödmann? Nee. Nee, sonst hat sie, weil sie sonst immer Hello geschrieben hat. Glaube ich. Hello, Anna! Aber sie hat noch nie was anderes geschrieben. What are you doing, Anna? Ich glaube, ich mache mir eine Pizza. Oh ja, wenn. Anna! Dann komme ich gleich. What do you do? In your shoe. Inging. Für 3 Mal hast du, glaube ich, schon Kanalmitgliedschaft geschenkt bekommen. YouTube. Ja, 3 Mal schon. Hast du was geantwortet jetzt auf meine Fragen? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Erscheinen reicht. Ja, gut, dann erstmal erscheinen. Vorhin mit einem aus dem Dorf unterhalten bei Edeka. Der hat auch, auch einen Bus. Raus. Ja, ja, ja. War klar. Nein, mit einem. Achso. Ich dachte gerade, hey, warte, Moment. Der hat auch einen Bus und ja, bei ihm regnet es halt rein, aber das ist egal.
er hat sich jetzt alles neu machen lassen vorne. Einspritzer, Turbo, Motor und alles. Für 7,5. Das geht eigentlich. Turbo, Motor und Einspritzding und ein paar andere Sachen, Kleinigkeiten für 7,5. Das geht. Er sagt, ob ich mir jetzt für 30.000 einen neuen Bus hole oder ob ich in den Bus einfach nochmal 7,5 reinstecke. Und dann hätte ich vielleicht erstmal das gemacht, dass es nicht mehr reinregnet. Ja, das habe ich ja schon vor einem halben Jahr gesagt. Hä? Hä? Wieso regnet das eigentlich rein? Nicht bei mir, bei dem. Cabrio oder was? Durch die Scheiben läuft das irgendwie rein. Der hat auch diese kleine Scheibe, die ich bei mir so wegschieben kann, hat er abgeklebt, weil ja wohl die Dichtung kaputt ist. Ja, wie wär's mal für 5 Euro neue Dichtung holen? Das hätte ich auch zuerst gemacht, bevor ich den Motor gemacht hätte. Das, oder gleich mit, weil es halt einfach nicht teuer ist. Schimmelt doch alles, das ist scheiße. Ja, das ist Mist. Bei mir ist Winter, Alter. Ja, das ist auch Mist. Platzt alles weg, ey. Aber bei mir ist nur, wenn es dolle regnet, ich mache die Tür auf, dass das Gummi nass ist, wenn ich es aufmache. Von außen ist das Gummi dann halt nass, aber sonst alles top. Guckt halt auch mal, ne, wenn es dolle regnet. Mein Vater, der hat immer seine Autoscheibe ganz unten gehabt, wo es gepisst hat wie Sau. Oder mein Bruder, der hatte mal so ein. Ja, war das? Das war aber, glaube ich, kein Cabrio. Das war auf jeden Fall. Nee, gar nicht wahr. Mein Bruder hatte einen Golf 2, da haben sie das Autoradio geklaut und beim Nachbarn haben sie das Autoradio aus dem Cabrio geklaut und haben oben das ganze Verdeck aufgeschnitten. Läuft. Und da hat es auch gepisst wie Sau die ganze Nacht. Oh, morgens war das Auto voll Wasser. Ich hätte ja, okay. Und Autoradio weg. Muss mal zwei Autos knacken und die einfach austauschen, die Radios. Ja. Die gucken dann auch doof. Ja. Weiß gar nicht, wer werden heutzutage noch Autoradios geklaut, so wie früher? Ich glaube nicht mehr, ne? Weil es einfach nichts mehr bringt. Nee, heute bei den hochklassigen Autos wird das ganze Cockpit geklaut. Ja, genau. Das habe ich jetzt auch ein Foto gesehen, ja. Stimmt, hatte einer eine Busgruppe reingeschält, war alles draußen vorne. Weil so ein Radio bringt ja nichts mehr. So ein CD-Radio, früher hast du 200 Euro für bezahlt, jetzt kriegst du so ein Ding für 20, 30. Ja, und liegen drauf. Immer früher den abgemacht, mein Bruder, und dann mit reingenommen, weil er da so eine kleine Aufbewahrungsbox hatte für das Verdeck, also für das Bedienteil vorne. Ja. Felgen und Reifen werden in Berlin viel geklaut. Puh. Also in Wolfsburg klauen sie nicht viel. Doch teuer. In Wolfsburg machen sie nur kaputt. Da machen sie Kundenkleber in die Schlösser. In der Zentralverriegelung. Ja, also wenn ihr... Ja, trotzdem ist das ärgerlich. Aber bei den älteren Autos schön sie Kundenkleber rein oder die Reifen, ne? Die Radmutter lösen. Wie oft ich da Autos auf Ziegelsteine gesehen habe. Fast wöchentlich. Echt so krass. Habe ich noch nie gesehen, nur in Filmen. Da hätten sie auch die Bremsscheiben gleich mitnehmen können. Das habe dauert zu lange. Na gut. Genau. Auch noch zwei Schrauben mehr. Auch einmal ein bisschen mehr Zeit mitbringen, wenn man klauen will. Bist du eigentlich viel Auto gefahren, die in Berlin? Nee, wa? Aus
ausschließlich. Hatten wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ne? Ich hatte da mal mit einem gesprochen in Berlin, der hatte gesagt gehabt, er hat einen Führerschein, aber er ist schon Jahre nicht mehr gefahren, fährt nur noch mit der Straßenbahn und Bus, weil er eine Stunde unterwegs ist halt, ne? Und hat da keinen Bock drauf gehabt. Ja, Pech hast. Weil du nur stehst. Also wo wir da letztes Jahr in Berlin waren, bist du auch eine Stunde hast du gebraucht, bis du wieder raus warst aus Berlin. Fast. Übrigens die halbe Preis und so, ne? Besorgt mir mal bitte für die Hälfte Stempelautomaten für den Bus, für Busfahrkarten. Brauch halt mit der Bahn am Tag 2 Stunden zur Arbeit und zurück. Kannst du nicht vom Schrottplatz holen, ne? Aus dem alten Bus, ne? Mhm. So, ja, aus dem Schrottplatz. Du bist mit dem Auto schneller zur Arbeit gekommen als mit der Bahn? Echt krass. Hätte ich eigentlich anders gedacht. In Berlin? Schleichwege also. So, so. Ich glaube, ich vor ein paar Jahren einmal in Berlin wegen einem Umzug. Boah. Also Auftrag von hier, also ne, Kunde in Braunschweig, mhm. Töchter oder Tochter da gewohnt. Und da musste ein bisschen was von der Tochter abgeholt werden und zu der anderen Tochter nach Kassel, glaube ich, gebracht werden. Keine Ahnung, haben wir auf jeden Fall gemacht. War ich mit dem Chef unterwegs. Das erste, was in Berlin war, stand da so eine Ampel. Und da war eine Fahrradfahrerin, eine ältere, und dann kam so eine jüngere an und die hat, keine Ahnung, die haben sich da gleich angezofft. Die eine hat der anderen ins Gesicht gespuckt, ist weitergefahren. Ich dachte, jo, das ist Berlin. Läuft. Für die ist das ganz normal, ja. Ja, läuft, ja. Und Berlin umziehen, das ist aber auch bodenlos, ey. Ja, Parkplätze, war geil. Ja, du musst da ja am Arsch der Welt packen. Und Freiheiten ist, die klauen dir die Stühle, wenn du da welche hinstellst. Ja, musst du ja. Und dann war das so eine enge Wohnung, die hat eine Wendeltreppe in der Bude gehabt und da musste man die riesen Dinger runterschleppen. Oh nee. Absolute Kacke gewesen. Ja, mein Bruder, der hatte mal früher bei Umzugsunternehmen gearbeitet, ne? Der sagt auch, das war Katastrophe, da war er auch nur eine Woche. Der ist dann auch irgendwie mit dem Rücken gegen die Wand gekommen und da hat die Frau gleich gemerkt, oh, das müssen sie mir aber neu streichen. Oder geschwitzt hat und oh, ganz schlimm. Ja, gibt es solche Aufträge, ne? Ja, ja. Ich habe noch Aufträge, Umzüge, da hast du 600 Euro Trinkgeld bekommen. Ja, ja. Ja. Also, das war das Höchste, was wir hatten. Das hat jeder 600 Euro Trinkgeld bekommen. Jeder? Ja, wir waren 6 Mann. Ja. Alter. Ja gut, das dann macht man das. Das war die Mutter von einer... Also die Mutter war dement, so ist Altersheim gekommen und in der Bude haben die zig 10.000 Euro gefunden, überall versteckt. Mhm. Und die Tochter, die auch schon älter, die hat halt eine Wohnbaugesellschaft gehabt. Also die haben 5 vollgesteckt. Mhm. Das hat der jetzt nicht gejuckt. 600 ist schon krass. Ja, das war echt krass. Aber das war auch alles 6. Stock. Ja. Musstest ja auch alles kontrollieren, was du angefasst hast, weil überall hätte Geld sein können. Mhm. Ja. Da bist du halt auch abends, klar, es gibt andere Berufe auch, ne? Aber da bist du auch komplett im Arsch, ey. Ja, da bist du im Arsch. Also Dean sagt, in 12 Jahren hat er nie Probleme gehabt mit Parkplatz finden. Im Zentrum. Echt? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich da war. Man kennt ja vielleicht auch irgendwann so seine Dinger, ne?
wo hatten wir ihn geparkt? Hotel, Alter, eigentlich eine Tiefgarage, konnten wir aber nicht drin parken in der Tiefgarage im Hotel, weil irgendwie am nächsten Tag so ein Marathon ist. Dann musste die Garage frei bleiben. Dann haben wir im Parkhaus geparkt. 50 Euro bezahlt von Freitag bis Sonntag. Das geht, für Berlin ging es eigentlich für Innenstadt. Es geht eigentlich von Freitag bis Sonntag. Zwei Stationen vom Alexanderplatz weg. Genau. Ja, das waren wir damals auch letztes Jahr, wo ich in Berlin war. Auch zwei Stationen vom Alexanderplatz. Das wäre nichts für mich, glaube ich, Alter. In irgendeinem schwarzen Hotel waren wir. War alles schwarz im Hotel. Dachmute. Alles. Das sah schon geil aus. Nee, Berlin wäre auch nichts für mich. Viel zu groß. Also Braunschweig geht noch gerade so, Wolfsburg würde wahrscheinlich auch noch gehen, weil ungefähr gleich groß. Aber Hannover war für mich auch schon Katastrophe, Alter. Da war ich zwei, drei Mal feiern und damals, nee. Ja, nee, das ist... Nee, Alter. Ich will auf dem Dorf, unter 1000 Einwohner ist top. Ja gut, das gibt's jetzt noch nicht so, auch nicht so oft. Nee. Badine, habe ich nicht ein großes Rohr. Das sind drei, falls du nicht zählen kannst. Habe ich nicht drei große Rohre? Ja. Sein Hintereingang wahrscheinlich. Ja. Der ist schon so verfallen, dass du da Rohre reinmachen musst. Kacke, wa? Das ist ja die Bierpipeline fürs Böhlt. Boah. Die bringe ich gerade. Ja, Druck drauf sein. Da muss Druck drauf sein, ja. Wäre aber geil, wenn das selbst über den Zeltplatz verlegen, Alter. Karte vorhalten, abzapfen. Oh, ja. Ja, was, du brauchst kein Bier mit Schleppen. Ich hab Ideen. Zapfst du nur Rappe. Das wäre cool, ja. Zapfst du ab für 8 Euro Bier. Nächstes Jahr dann. Ja, also wenn die Leute komplett darauf zugreifen, nur darauf zugreifen können, weil der Rest verboten wäre, dann dürfen sie es nicht so teuer machen. Weil der lebt ja davon. Das heißt, die müssen eigentlich günstig machen, damit viel verkauft wird und über die Masse dann. Genau. Weil die kriegen es ja auch zum Einkaufspreis. Darum hoffe ich ja, dass es nächstes Jahr nicht wieder teurer gemacht wird. Können wir nicht vorstellen, dass die. Ja, eben. Das geht halt irgendwann nicht mehr. Irgendwann reicht es halt auch. Nicht. Teufel ist eingepennt, oder? Dean ist jetzt eingepennt, oder? Teufel! Achso, Teufel! Ne, er hat geschrieben, er ist kurz weg. Ja, vor einer Stunde. Ja. Er will doch live gehen heute wieder, hat er doch geschrieben vorhin. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Ich gehe heute auch live, schreibt er. Das ist wirklich nicht live, ne? Ich dachte mir so, ja, alles klar, Sachse. Ja, warum bist du heute nicht? Ich hätte keinen Bock. Ja. War später zu Hause heute wahrscheinlich, ne? Wo war ich denn zu Hause? 5 vor 6? Ja. Und einkaufen gewesen heute mit Oma? Ja. Immer jeden Freitag? Ja. Ja, meistens ohne, aber dann hast du so eine lange Liste, ne? Oh, ja, du musst du suchen. Ich hasse es, für meine Mutter einzukaufen, ne? Weil die immer Sachen haben will, die keines auch kennt. Ja, meine Oma schreibt auch immer im Plunder drauf. Und das Schlimme ist immer, die schreibt eine Einkaufsliste so, wie sie es denkt. Aber nicht so, wie der Laden aufgebaut ist.
Ja, ja, nicht so, dass er wirklich. Das heißt, es kann sein, wenn du dann an der Kasse stehst, liest du mal durch, ob da alles hast, und dann steht da wieder was ganz am Anfang ab. Ja, ja. Rennst du mit der ganzen vollen Karre, rennst du durch den ganzen Laden, Alter. Ja, das ist bei meiner Mutter aber auch, weil sie nicht weiß, wo was steht, weil die da halt nie ist in Kösutter, ne? Und dann, ja, schreibst du halt einfach random. Aber es ist immer Obst vorne. Dann immer, Wurst, ja. Milchprodukte, was weiß ich. Immer. Ja, bei uns kommt, ja, Obst oder Süßigkeiten, Käse, Milch, Fleisch. Ja, da jetzt rüber zum, ja, Chips, Soßen, mhm. Haushaltsartikel. Ich gehe quasi auch immer im Kreis. Einmal. Ja. Dann bin ich durch. Und ich muss es ja 100.000 Mal lesen, damit ich ja in derselben Abteilung alles habe. Ich fahre gerne einkaufen, aber nicht nach Einkaufszettel. Also nicht für Einkaufszettel, für andere, von anderen.